Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Getvimod. Hallo, und wir stehen da so rum vor einer Falltür, wo ich einen Teppich verschoben habe. Gehen wir runter, oder? Ja, los geht's. Ach, du hast aber einen Schlüssel, ja. Bei mir ist nämlich ein zues Schloss. Zack. Bäm, ich folge dir. Die vergessene Gruft. Hört sich gut an. Das hört sich an, wie wenn... Hey, das ist doch nur ein Raum, ne? Bis jetzt. So, na, da schauen wir mal. Da ist ein Tagebuch. Ne, ein Fertigkeitenbuch des Wirbelwinds. Jede Menge Sachen hier. Kleine Stärketränke sind hier drin, die Stärke plus 1 machen. Das ist auf jeden Fall was für deinen Krieger im Nahkampf. Freude und Flüssigkeiten. Vor zu starken Kämpfen kannst du die vielleicht nehmen. Was hast du? Stärke dann? Hinten bei den zwei Schränken unten sind die Stärketränke. Ich schau mir mal die Truhe an. Wahrscheinlich tue ich jetzt in irgendeine Falle rein. Nein, tue ich nicht. Wir haben ein Drudene. Und was? Eine Zutat. Wahrscheinlich eine Pflanze oder sowas. Und ein Fliegenpilz. Ja, also die kleine... Die Stärketränke nehme ich mal und schick dir die. Links am Schrank ist noch einer, den kannst du ja gerade nehmen. Ich glaube, die sind besser für dich geeignet als für mich. Ich nehme den einfach mal. Hast du die nicht gesehen? Ich bin noch am Looten. Ah, weil das wäre dann interessant gewesen, ob das irgendwie... Du bist am Looten? Am Looten. Ah, Looten, okay. Wie immer man das Deutsch nennt. Wäre möglich, dass das irgendwie... Was? Ich hatte überlegt, dass das vielleicht zusammenhängt irgendwie von irgendwelchen Werten, dass man irgendwelche Gegenstände oder so sieht. Ach so. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Weiß ich nicht. Manchmal, nee, ich glaube, das ist, manchmal sehe ich es, manchmal nicht. Das ist ganz merkwürdig. Das ist jetzt alles, oder was? Auch ein Heiltrank. Sei denn, hier ist irgendwo ein Geheimnis, was wir noch nicht entdecken. Oder wir kriegen hier eine Quest hin und dann passiert hier erst was. Ich habe mal an den Sarg gerüttelt, aber das macht nur... Sarg? Was für ein Sarg? Oder Sarkophag. Yeah. Wo ist der denn? Sieht gut aus, meinte im Spiegel. Er hat gleich in der Mitte des Raums. Oder ja, wenn man die Treppe runtergeht, geradeaus. Vielleicht ist ja hier noch irgendeine geheime Tür, die aufgeht. Oh, das geht rot und rot. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gemacht. Wie konnte ich diesen Sarg übersehen? Man sieht ja sogar, dass da so ein Nazgul drin horst oder sowas. Oder vielleicht war es das wirklich. Na gut, da wir keinen weiteren Hinweis erstmal haben, nee, würde ich sagen, ab nach oben. Schauen wir uns die andere Falltür an, die wir oben bei dem haben, den wir begleitet hatten, dem Begleitschutz gegeben haben im letzten Video. Mhm. Am vorletzten. Hier unten gab es nichts mehr, ne? Nee. Oh, hier haben wir noch eine Leiche nicht durchsucht. Wie konnten wir Markierung setzen? Doppelklick, oder? Doppelklick, genau. Warum geht's, ne? Ach jetzt. Manchmal merkwürdig mit einem Doppelklick. Aha, wir können doch noch hier lang. Hier geht's doch noch weiter. Runter zum Strand geht's hier. Ja, na, das sieht man auf der Karte. Ja, okay, ich würde sagen, das lassen wir aber aus, weil wir wollen ja nach Norden, wir wollen endlich Eva Maria mal erreichen, oder? Da müssen wir aber an den Feuern Menschen. Ja, aber wir sind jetzt Stufe 4, die waren auch Stufe 4. Und wir spielen ja nur, jetzt mal ganz ehrlich, wir spielen ja nur auf normal. Ne? Aber wir haben es erschwert, weil wir nur 3 Charaktere haben. Ja, na, aber du bist ja hier der überpowerte Bogenschütze. So viel bringe ich noch nicht, aber vielleicht später. Wer weiß, wie stark der wird dadurch. So, dann gehe ich mal außen rum, du gehst unten rum. Vielleicht bringt es ja was. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, das Ganze erinnert mich sehr stark an Ultima 7. Und besonders am Anfang mit der Sekte, der man beitreten kann. Und ich weiß es vielleicht, wenn jemand Ultima 7 hoch... Ah, ich bin hier in diesen verlassenen Keller gegangen. Oh Gott sei Dank bin ich nicht weitergekommen. Hier wackelt alles. Ich rede mal mit der Ratte, was sie hier auf sich hat. Ach, da ist noch eine Falltür.
Das war ja das, was ich meinte. Da bei dem Kerl, nee, dem wir Begleitschutz gegeben haben, war eine Falltür. Ja, aber hier oben ist noch eine. Oh, okay. So, wo bist denn du überhaupt? Jetzt muss ich erstmal zu dir. Ich bin durch die rechte Falltür rein. Soll ich mal hoch, damit du mich siehst? Nee, ich sehe dir ja deinen blauen... Also hier wackelt alles, ne? Also hier scheint irgendwas nicht, nee, zu stimmen. Nee, ich sehe nicht deinen blauen. Ach, weil du, was, unten bist wahrscheinlich. Ich renn mal hoch hier. So, siehst du mich, stimmt, jetzt? Stimmt, du hast recht. Ach so, dann bist du ja doch in die Falltür, wo ich rein wollte wahrscheinlich. Nee, ich sehe dich noch nicht. Ich bin rausgegangen. So, jetzt sehe ich's, ja. Alles klar, ich weiß, wo es ist. Kannst du wieder runter? Ich hatte sogar ein Vermerk Falltür gemacht gehabt auf der Map. Ja, bin doch doof. Da ist ja riesen vorne in Rot. Damit wir das nicht vergessen, dass hier noch eine Falltür war. Also hat schon mal das Reingehen, hat 355 gebracht. So, au, am Brot nehme ich. Hier sind jede Menge Pilze, Steinpilze. Und hier ist, ja, und Dolch, ja. Steinpilze, kannst du von mir. So, dann, jo, ich denk mal... Krieg, die Untoten lieben Gift. Sie saugen es auf wie Schwämme, faule, schimmelige Schwämme, wie der in der Ecke unter der Spüle. Goodbye. Aber den hatte ich doch aufgeräumt. Wen hast du aufgeräumt? Achso. Den Schwamm unter der Spüle. Ja. Der Dreck. Teller gibt's hier. Ich könnte Teller ohne Ende mitnehmen. Oh, dann leg los. Und eine Truhe. Da drin gibt's... Jo, aber dann habe ich keine Erdresistenz mehr. Hm, ist, was ist denn das dann? Ist das, nimmt man dann eher den verbesserten Rüstungswert? Ich weiß es immer nie. Ich weiß es auch nicht. Oder eher Erdresistenz und whatever. Hm. Das ist die Frage, gegen was man kämpft. Ja, das, und das weiß man immer nicht. Haben die Erd? Hm. Dann würde ich eher den höheren Rüstungsschutz nehmen, weil das gibt dir überall Schutz. Ja. Ja, die leeren Flaschen lassen wir alle hier, weil wir haben keinen, der Alchemie momentan macht. Und dann können wir immer noch irgendwelche besorgen, glaube ich. Oh, jetzt wird langsam das Inventar wirklich voll. So, also hier scheint auch nichts abzustauben sein, ne? Ne, das war's. Und okay, da, wie gesagt, raus. Weiter im Norden ist noch eine kleine Falltüre. Dann schauen wir uns die mal an. Ich kann auf jeden Fall den Vermerk Falltür wegmachen, oder? Ja. Ja. Ach nee, nicht im Norden. Ach doch, im Norden. Nee, nicht im Norden, im... Da, wo die Hunde waren. Ost... Ja. Nee. Wuff, wuff. Oh. Was ist das denn? Krank aussehender Hund. Ach, das sind... Und krank aussehende... Ja, hier. Keulenschwinger. Und ein Zauberer. Stümperhafte Zauberer. Und ein... So, einen Schützen haben wir. Ich habe meinen Querschwinger viel zu lange nicht gemacht. Wenden wir nochmal an. Diese Fähigkeit tut nämlich auf die nahegelegenen Feinde übergehen. Ja. Was ist denn das? Ja, ich habe es zu selten angewandt, glaube ich. Und die Abklingzeit dauert recht lange. Da kann man ja gleich am Anfang machen. Aber ich könnte immer mal am Anfang meine Stärke ermutigen. Was ist jetzt? Ich war am Überlegen, ob ich noch was mache, aber ich habe nur noch 3 Punkte. Achso. Mach sie fertig! Ja, das ist super. Gewandtheit plus 1, awesome. So. Thank you! Und jetzt, mein Freund, hol uns mal den Priester ran. Ach, der steht wieder auf. Ach, und die Hunde sind auch da. Nicht so schön. Wer ist jetzt eingefroren? Du. Ah, lass mich in Frieden, aua! Der hat nicht mehr viel, der stümperhafte Zauberer. Oh, hat er dir 25 Magie entzogen? Hast du sowas wie Magie? Nee, keine Magie. Nee, ganz normal Leben. Ah, nein!
Der hat hier irgendjemanden hochbeschworen, der hinter mich auf einmal gelandet ist. Ein Zombie-Keiler, kann das sein? Dann müssen wir den so schnell wie möglich ausschalten, damit der Zombie vielleicht mit weggeht. Man weiß es nicht. So, Mistzack. Heieiei. Also die Kämpfe sind ja nicht ohne, finde ich. Das weiß ich auch, aber der Zauberer ist echt übel. Ich glaube, den töten wir zuerst. Ja, deswegen habe ich gleich mal. Zack, weg ist er. Gut. Warum? Wie lange bin ich denn wieder eingefroren? 2 Runden. Da muss ich ja wieder heilen. Und dann ist schon wieder aus. Dann gehe ich mal ein Stück zurück. Aber der kommt mit. Immerhin verfehlt. Ja? Ja, geht. Gegen den untoten toten Keulenschwinger. Oh, der will jetzt meinen Zauberer. Nicht gut. Gar nicht gut. Was denn bei dir? Ist das der Hund? Nee, das ist dieser komische Zombie-Keiler. Achso, ich habe gedacht, der ist mit dem Zauberer gestorben. Wie sich für einen anständigen, beschworenen Zombie gehört. Wir kriegen ganz schön auf die Mütze. Ja, muss ich auch sagen. Heiltrag konsumieren kostet 3 Aktionspunkte. Schauen wir mal. Und vor allen Dingen, ich stehe wieder mitten im Eis. Falle ich doch wieder 5-mal hin. Falls ich jemals... Wie viel hat er denn noch? Ich sehe ihn ja gar nicht. Nicht mehr so viel. Der Zombie-Keiler hat nur noch ganz wenig. Das sind 5% wird überhaupt. Sollte ich dann vielleicht hinüber ins Jenseits befördern? Oder? Aber vor mir steht der Hund. Nee, hau auf den Hund drauf, würde ich sagen. Obwohl, der hat nicht viel, ne? Nee. Der krank aussehende Hund, der hat... Ja, oder der haut... Also das Problem wird auch der untote Schwertkämpfer für dich werden, so wahrscheinlich eher. Ja, alle werden, und vor allem die nahe Schütze werden auf mich... Na gut, zurzeit gehen sie ja immer noch auf ihn hier. Auf Gedwin. Aber ich möchte eigentlich diesen blöden Zombie weghaben. Zombie-Keiler. Oder? Musst du wissen. Also ich würde die nächste Runde sonst auf jeden Fall töten. Ja, dann machen wir's. Hund. Krank aussehender Hund. Der geht mir sowas auf den Geist. Ah, einfrieren. Ja, super. Das musst du auf jeden Fall machen. Der geht mir... Wenn du da noch mehr irgendwelche Stunts hast. Ich habe leider keine Stunt-Pfeile. Ach, der haut mich hinten um. Oh, jetzt kommt der Bogenschütze. Da will einer fliehen! Bam! Gefällt der nicht, ne? Ich hab gedacht, der macht weiter auf meinem... Also wahrscheinlich hat er gesehen, dass du fliehst. Die sind nicht gefallen. Unintelligent. Ah, toll, jetzt mich vergiftet. Ihr seid so scheiße. Ich müsste mich mal heilen. Ja, du könntest ja einen Heiltrank einwerfen. Vielleicht zur Vorsicht, weiß nicht. Also der Keiler ist tot, ne? Oh, der steht genau vor der untote Schwertkämpfer und er haut nicht schlecht zu. Und der Bogenschütze darf auch immer. Er wird zwar mich wahrscheinlich nehmen. Aber das muss man sich stark überlegen. So, ich kann jetzt aus einer gefährlichen Situation springen. Das ist eine Fähigkeit von dem, die habe ich noch nie angewandt. Okay. Nennt sich taktischer Rückzug. Ah, viel, nicht schlecht, oder? Wie viele Aktionspunkte verbraucht das? 4. Naja. Kannst da noch was machen, oder? Ja, 59%. Ich ändere um auf Präzisionsfernkampf und nicht auf Schaden, damit ich mehr besser treffe. Ja, 99, sehr schön. Hier, bitteschön, Mist Kerl. Das war's. Hat doch gut geklappt. Dann muss ich mich mal heilen. Jetzt ist alles nix. Und dann bin ich ja schon wieder out of... Na, ihr versteht. Aber geht wenigstens wieder da, oder? Nächste Runde, wenn er wieder nächste dran ist. Nächste Runde. Ja, aber das ist doch jetzt... Hey. Aber du absorbierst ganz schön viel, das ist nicht schlecht. Oh, jetzt kommen sie auch alle. Jetzt wollen sie es wissen. Aber wir können leider auch die Pfütze nicht nutzen, weil du mittendrin stehst. Nee, das ist ja Eis. Da falle ich hin. Das ist Eis.
Ah, okay. Ein Boah, kritischer der Treffer. War nicht so schlecht. Aber der hat ja richtig Lebenspunkte. Ist ja Wahnsinn. Mhm. So, jetzt stehe ich hier. Heile ich mich erstmal. Vor lauter Angst. Hast du einen Heiltrank oder sowas? Dann würde ich es machen. Und dann würde ich auf den schlagen, der weniger Stärke hat, würde ich sagen. Ich kann gar nicht mehr schlagen. Ich muss Aktionspunkte aufbewahren. Ja, oder so. So, jetzt aber. Kopfschrauber, glaube ich. Ja, jetzt kommt's drauf an. Wen haben wir denn im Angebot? Untote Schwertkämpfer oder der Hund, der wird wieder kommen, ne? Lieber erstmal den Hund neutralisieren. Ist die Frage, ob der Hund dich angreifen wird. Das ist eben die Frage, ich weiß es nicht. Der untote Bogenschütze ballert auf jeden Fall auf dich gerade, oder? Hm. Und ist auch schon was verwundet. Ja, genau. Blenden fehlgeschlagen. Schade. Oh, und du hast recht, der Hund kommt auf dich zu. Hm. Geblockt. Geblockt. Gedwin, du bist mein Held. Ah, jetzt gerade nicht. Trotzdem absorbiert er eigentlich ganz nett. Okay, nochmal geht nicht. Ich gehe jetzt mal näher ran, damit ich auch den Hund und so erwische. Tja, was mache ich mit dem Hund hier? So, jetzt kann ich auch mal ein bisschen austeilen. Und zwar nehme ich den hinteren. Zack. Und hinüber. Yeah! Und dann kann ich sogar noch... Ah, verfiel zu. Ich kann nochmal... Nee, kann ich nicht. Dann bleibe ich hier. Ja, was mache ich jetzt wieder hier? Also ich helfe dir auf jeden Fall jetzt mit dem Hund. Ich würde sagen, der Hund ist es. Die Frage ist nur... Kannst du teleportieren? Dann schicken wir es näher an mich. Okay. Nee, noch nicht. Fehlgeschlagen, aber ein bisschen Schaden genommen. Aber er verfehlt. Naja, es geht noch. Kriegt man noch hin. Au! Blöder Bogenschütze. Joa. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtiger, dich aus der Gefahr zu bringen. Ja, aber jetzt bin ich guter Hoffnung. Oh, vergiftet. Ich hab ihn angeschossen. Das Blut hat dich vergiften lassen. Das haben sie gestern im GameStar-Test gesagt gehabt, dass Untote und so weiter, das Blut ist Gift. Aber es ist, Spritzt. Oder was? Ja. Ja, nee, sie haben gesagt, das ist brennbar. Ach so. Das heißt, wir können das als Feuerlache nutzen. Ja, aber nicht, dass wir uns wundern, wenn es auf einmal alles explodiert. Aber warum bin ich mit vergiftet? Hast du durch den durchgeschossen auf mich? Es sah so aus. Dein Gesicht ist ja jetzt grün. Siehst du das? Ja, ich bin total vergiftet. Ja. So, weiter geht's. Da oben. Keine Müdigkeit vorschützen. Ah, oh, verfehlt. Bist du denn des Wahnsinns? Du kannst doch in so einer Situation nicht verfehlen. Ja, aber du kannst so oft zuschlagen. Ja, aber so oft auch nicht. So, jetzt immer noch keine. Nochmal die Kopfschraube. Oder... Nee, ich heile mich aus Prinzip. Und spare die Punkte auf. Für den Teleportationszauber, der als nächstes kommt. Oh, ja, ja, ja. Die Frage ist, soll ich jetzt wieder auf dich schießen? Also auf den Hund? Würde ich sagen, bitte. Nicht, dass du schon wieder Gift abkriegst, also Blut. Ach so, entschuldige, ja. Soll ich machen? Ist ja blöd, ne? Ja, mach ich mal. Ich kann ja dann teleportieren. Sag, siehst du? Jetzt mach mich nicht tot. Ja, ich schieß nicht mehr auf dich. So ein Mist. Also Blutung, Verkrüppelung und Krankheit kann ich jetzt heilen, ne? Wenn irgendeiner von uns das hat. Der hat ja jetzt 2 Runden vergiftet noch. Hm. Ja, Vergiftung kann ich nicht heilen. Dafür bräuchte ich 3 Fertigkeitspunkte. So, der ist jetzt erstmal dran. Dass ich das erlernen kann, glaube ich. Oh, muss er nochmal. Ach, nee, bitte. Ach, bitte dich. Ich bitte dich. So, jetzt teleportiere ich erstmal den Hund weg. Der macht mich hier wahnsinnig. Hier, gehe. Hier hin. Ah, direkt neben deinem schlecht, kann ich da nicht rausschießen, kriegst du Blut ab. Ja, ich denk nicht, wenn du dich ein Stück rüberstellst. Und du bist jetzt flankiert dadurch und hast -10 Verteidigung. Sehe ich gerade. Ja, ich habe gedacht, damit ich dann den gleich... Achso, ah. Ja, weil du, ne? Ja. Damit ich den gleich angreife, deswegen habe ich Ja, aber wenn du Gegner hinter dir hast, siehst du ja gerade, du bist jetzt flankiert, -10. Ja, ich weiß schon.
Ach, und der haut gleich rein, ne? Ja, und der trifft jetzt 10% besser. Ah, okay, war falsch. Der ist tot. Jetzt wendet sich alles zum Schlechten. Ach du Schande. Wir sind an der Reihe. Ja, den töten wir erstmal. In Front mit dir. Und dann auf ihn. Schützen, ne? Ja. Ja, da muss ich wahrscheinlich doch noch einen Heiltrank reinhauen. Sonst ja, lieber viele Heiltränke reinhauen. Die sind ja viel billiger als die... Und dann wird das mal das Ding da hier umkauen. Heiltränke gibt's in Massen. Was erzählt der? Wir haben einen Unschuldigen getötet. Konnte denn das passieren? Ich glaube, dass durch diese naheliegende Feinde, durch meinen Querschläger, diese Fähigkeit, dass andere angehauen werden, wurde der Hund mit attackiert und dann hat er uns erst angegriffen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn dem so wäre, wäre das ziemlich blöd. Weil ich wollte ihn ja gar nicht angreifen. Ne? Weißt du? Aha. Tja, jetzt müssen wir dummerweise eine Schriftrolle verbraten. Ja, ich mach das. Cheyenne, ja. Back to life. Den haben wir 1 zu viel draufkauen, ne? Tja, nicht gut. Was haben wir denn hier bekommen? Schriftrolle, Elektrizität, Schriftrolle des Luftschilds. Ein Zahn. Oh, ich will den Zahn haben. Den Zahn. Und eine Frisur. Ich hab auch schon einen Zahn. So, was gibt's hier? Was Schriftrollen überlasse ich dir. So. Obwohl ich eigentlich irgendwann auch mal Schriftrollen sammeln sollte. So, ich würde sagen, bevor wir hier diese Falltür... Oh, da hinten ist noch eine Truhe. Die schauen wir uns mal an. Aha. Ist nicht so gut wie die, die ich habe. Ich sende die mal an dich. Vielleicht kannst du da was mit anfangen. Mein Inventar ist, glaube ich, jetzt voll. Hat er so gute Werte gehabt, deswegen... Aber vielleicht hast du schon was Besseres. Ja, ich habe zwar um einen Punkt schlechter, aber der hat alles. Feuerresistenz, Wasserresistenz, Erdresistenz, Luftresistenz. Dann würde ich es nicht machen. So. Bevor wir da reingehen, machen wir nochmal einen Break. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.